Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge des Formel 1 Quizzes, beziehungsweise von Formel 1 Quizzen. Ja, ich habe mir eine neue Seite rausgesucht. Hier hat man eben die Season, die Drivers und das Team. Das Team ist als Tipp quasi gegeben und man muss hier eben die Fahrer Weltmeister, wie man hier oben sieht, hier Formula One Champs. Muss man eben hier eintragen und das ist ja das Main Goal in 10 Minuten. Es gibt 67 Champions aus 67 Saisons eben. Und ja, da werde ich mich heute ranwagen. Ich habe eingestellt, dass der Mauszeiger mit aufnimmt, aber ich weiß nicht, ob er es macht. Ich habe ihn jetzt in den Aufnahmen nicht gesehen. Ich hoffe mal, es funktioniert einigermaßen. Und ja, ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf Play. Enter Winner. Gut, das machen wir erst am Ende. Ich hätte vielleicht am Anfang meine Tastatur neben mich legen sollen. So, das mache ich am besten jetzt mal. So, gut, hier bin ich wieder. Ja, bei 1950 kommt. Ich gehe das Ganze einfach mal. Oh, muss natürlich auch hier auf das auf Dings drücken. Dann geht das vielleicht auch. Ich hoffe mal, dass das Groß- und Kleinschreibung egal ist. Ich tue mich hier gerade verdammt scheiße mit Tastatur. Okay, ich versuche es nochmal mit Großschreibung. Ich glaube, der hieß so, oder? Wenn nicht, also ich weiß, dass er der Erste war. Wenn nicht, fangen wir einfach mal mit den neuesten an, da weiß ich wenigstens, wie sie geschrieben werden. So. Gut, das ist nicht der neueste, aber sehen wir mal von ab. Ja, okay. Ach, wenn ich Lewis Hamilton eingebe, sogar alles von Lewis Hamilton. Gut. Ich verrenke mich gerade, damit ich ans Mikro rankomme mit dem Reden. Nico Rosberg, dann haben wir noch Fernando Alonso 2005 und 2006, wenn ich ihn jetzt richtig eingebe, ja. Alonso, so, das waren die beiden Jahre. Kimi Räikkönen war 2007. Ja, wie wollen Sie ihn jetzt geschrieben haben? So schreibt man ihn, glaube ich, richtig. Ja, okay. 2009 in Brawn, das war einmal Jenson Button. So. 2010, das war Sebastian Vettel, da kommen gleich ganz viele weg. Ist nicht schlecht. So haben wir gleich, die ist alles weg. 2004, von 2000 bis 2004 war es ja Michael Schumacher und Michael Schumacher auch schon von, ich schreibe mal ohne H-Max, von 94 bis 95, glaube ich. Ja, so ist es. Dann war es noch einmal Mika Häkkinen. Wie schreibt man den? Häkkinen würde ich ihn jetzt schreiben. Ja, so ist es auch. So, natürlich Ayrton Senna. Wenn ich, ich gebe mal Guiseppe, vielleicht gebe ich das einfach gerade falsch ein. Nee, das nimmt er nicht. Der hatte auch einen anderen Namen, aber der fällt mir gerade nicht ein. Gut, dann nehmen wir aber auf jeden Fall noch Juan Manuel Fangio. Der kommt vielleicht ganz schön oft. Und Alberto Ascari. Der müsste 52 gewesen sein. Und 53 auch, okay. So, jetzt ist langsam Ende. Nigel Mansell war noch einmal. Den darf man natürlich nicht vergessen. Nee, nicht mit 2 N. Mansell. Wer waren 93? 93? Es war einmal. Einmal war es auf jeden Fall. Das war, glaube ich, 96. Schreibt man so? Wie schreibt man Villeneuve? Also, wie schreibt man Jacques Villeneuve? Jacques Ves. Ja, nee, so nicht. Vielleicht nur Jacques? Nee. Ich google mal kurz, wie der geschrieben wird. Ich denke mal, das bleibt ja. Darf ich mal, ne? Was war es jetzt? Jack. Ich weiß nicht, ob ihr das Fenster jetzt auch seht. Ich glaube, ihr müsstet es sehen. Ihr seht, ich gebe nur Jacques Villeneuve ein. Nix irgendwie, was man googeln. Ach, mit C noch. Okay, gut. Ergibt Sinn, so ein bisschen. Jacques. So. Der war sie. Ach so, 97, nicht 96. Gut. Irgendwann kam dann auch noch Damon Hill. Wie hießen die anderen Hill-Leute? Es gab mehrere Hills. Oh, Scheiße. Ich weiß nicht, ist der auch einmal Weltmeister geworden? Bruce McLaren. Schreiben wir nicht oder schreiben falsch. Langsam wird's echt hart. Ich weiß nicht. Wer ist 89? 89, da war noch Dings hier. Wie hieß er denn? Aller Prost natürlich. Den darf man natürlich vergessen. Der kam sogar öfters vor. Gut, ist logisch. So, wir haben noch ja, Williams und ein paar McLarens, Brabham.
Lotus 78. Scheiße. Niki Lauda. Stimmt, Niki Lauda gibt's auch noch. Den schreibt man zusammen. Ich hoffe mal, vom Sound her geht's. Wenn ich muss ich das nochmal aufnehmen. Da war sogar dreimal. 84 auch nochmal mit McLaren. Und zweimal mit Ferrari. Dann natürlich noch sein Widersacher, nenn ich mal. Der 76 gewonnen hat. Der hieß James Hunt. So hieß der. Mit T bitte. Danke. So 76, wie gesagt. Tümmel 93. Ach du Scheiße. Also bei 57 hört es halt auch auf. Bis dahin kam ich ganz gut durch, aber dann danach mit Cooper. Wie hieß denn der Typ? Cooper. Das war nicht John Cooper, ne? John. Es gibt ja John Cooper, der den Mini Cooper auf Rallye umgebaut hat, aber der ist, glaube ich, weder Weltmeister geworden noch überhaupt mitgefahren. Das weiß ich gar nicht. Wie schreibt man jetzt diesen Giuseppe Farina? Das google ich jetzt auch mal kurz. Giuseppe Farina. Ich gebe ihn mal ein. Hier, Giuseppe Farina, hab ihn ja so geschrieben. Was hatte der denn für einen ganzen Namen? Hier steht bloß Giuseppe Nino Farina. Ich gebe mal Nino Farina ein, einfach. Oh, das nimmt er. Siehst du? Gut, ist nicht der korrekte Name jetzt, was der Ersteller des Quizzes hier genommen hat. Hier, Matt. Also Matt. Wie spricht man das aus? Ich kann keine englischen Namen aussprechen. Ja, weiß schon. Wie sagt man das? Mad einfach, oder? Das hat sich jetzt so Mad an, aber egal. So, 87 Williams, den würde ich gerne weghaben. Den habe ich wenigstens die ganze Reihe durch. 87, wer ist denn bei Williams 87 so mitgefahren? Wer ist denn an der Seite von Nigel Mansell gefahren? Ist der Weltmeister geworden? Ist der da schon mitgefahren? Ricardo Patrese? Ne, ist er nicht. Gut. Wer war 87 bei Williams? Ich freue mich auf die Auflösung, die in 3 Minuten kommt. Die wird sehr lustig für mich bestimmen, wenn ich denn noch einige Namen sehe, auf die ich hätte kommen können. Also ich bin schon zufrieden, dass ich die ganze rechte Hälfte hier weg habe und die linke und mittlere sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ich überlege gerade ein paar Namen aus der Zeit oder einfach ein paar Namen, die mir einfallen. Gerhard Berger, Berger natürlich, das ist jetzt die englische Aussprache, Berger. Ist der nicht Weltmeister geworden? Oder was versteht der Quiz-Ersteller unter Gerhard Berger? Ich bin langsam am Ende. Aber es sind eigentlich schon ganz schön viele, die ich auch erreicht habe, würde ich mal so sagen. Kann man sich jetzt nicht so drüber beschweren, würde ich jetzt mal so feststellen. Ach, hier. Nikos Vater, wie hieß er denn? Hieß auch Rosberg. Ah, kacke. Ah, wie hieß denn der andere Rosberg? Oh, scheiße, ich komme nicht drauf. Oh, ich komme nicht drauf. Aber wie hießen die anderen Hills? Es gab Damon Hill. Phil Hill gab es noch. Und es gab, glaube ich, 3 Hills. Der dritte fällt mir nicht ein. Phil Hill, ja. Ferrari 61. Danach, hier in der mittleren Spalte, würde ich sagen, war noch irgendein Hill. Der kam vor Damon nach Phil. Ich weiß nicht, ob die alle verwandt sind, aber auf jeden Fall hießen die alle Hill. Zufall? Ich denke nicht. Tyrrell. McLaren, 74. 70. Ah, Jochen Rindt. Der ist doch gestorben und ist Weltmeister geworden. Ich schreibe jetzt der Quizersteller den. So schreibt man den gut. Der ist gestorben in einem Training von großer Preis von Italien, war es, glaube ich. Und er hatte aber eben so eine große Mannschaftsführung, dass er am Ende den Mannschaftstitel gewonnen hat, obwohl er tot war. Und die letzten Rennen nicht mehr miterleben konnte. Er ist schon traurig. Hat seine Frau, glaube ich, einen Titel entgegengenommen. Aber egal, wir suchen. Also egal, es ist nicht, aber ihr wisst schon, meine. Ja, wir suchen jetzt hier noch weiter die letzten Fahrer, wo mir gerade keiner mehr einfällt. Ich würde gerne den William 87 noch herausfinden. Wer ist denn vor Ricardo Patrese da gefahren bei Williams? Oh, ich komme nicht drauf. Ich habe noch knapp eine Minute. Ja, ist natürlich jetzt tragisch. Ich weiß nicht, ob ich da noch einen Quiz dranhängen werde. Ich denke mal, ich werde das hier im Folgen aufteilen. Dann gab es noch mehr Quiz außer die Formula One Champs. Ja, aber ich weiß nicht. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Eventuell kommt gleich noch. Oh, wir waren. Ist der Weltmeister geworden? Ich gebe einfach mal den Namen ein. Jean Alesi. Ich weiß nicht, ob der einmal Weltmeister geworden ist. Aber. Oh, wie. David Coulthard ist doch auch irgendwann bestimmt mal Weltmeister geworden. Ich schreibe mal den Coulthard. Coulthard? Nee. Ich glaube, der ist auch nicht Weltmeister geworden. Sonst wäre das um die 2000er Gegend rum und da haben wir alles voll. Tragisch für ihn. Noch unter einer Minute Zeit jetzt. Ja, da kommt nicht mehr viel. Und mir fällt ja einen Namen nicht ein. So ein ganz berühmter. Sind alle berühmt eigentlich, aber egal. Ah, scheiße. Mir fällt der Name nicht ein. Wer ist denn Matra? Wer ist denn in Matra?
69 Champion-Niveauen. Oh, ich wusste es alles mal. Also nicht alles. Keine Angst. Ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich ein super Formel-1-Fan bin. Aber 45 von 67 sind eigentlich schon ganz, ganz gut, ne? Ist nicht ganz so schlecht wie erwartet. Wer ist im Cooper gefahren? Ah, es gab doch hier, wie hieß er? Das war so ein Engländer. Der ist um die 60er rum. Mike. Oh. Wie schreibt man den Nachnamen nicht, Mikey? Mike. Ich habe noch 10 Sekunden, um mich an den Namen zu ändern. Nee, Hardware ist es nicht. Ich weiß nicht, wie er hieß. Haftorn, ich hab's eingegeben. Es wäre richtig gewesen. Alter. Aber der hat nicht mehr mitgezählt. Aber ich bin besser als der Average Score. Ist doch nicht schlecht. Ich meine, ich bin 15. Nelson Piquet, Keke Rosberg hieß er. Keke Rosberg. Nelson Piquet hat einfach 3 Plätze eingenommen. Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart, Mario Andretti, Jack Brabham in Brabham. Oh, warum ist mir da nicht eingefallen? Graham Hill hieß er übrigens. Was haben wir noch so, was mir nicht eingefallen ist? Jim Clark, den meinte ich, glaube ich, der so berühmt war. John Surtees, warum fällt mir so einer nicht ein, Alter? Es ist tragisch. Also ich hätte Danny Blume, Hulme meine ich, Blume, alles klar, Max. Also Harthorn, den habe ich ja, ich habe den gerade eingegeben, Mike, und bei Half-T bin ich, glaube ich, stehen geblieben, das Horn hat noch gefehlt. Tragisch. Aber trotzdem, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ich mach mal Quiz-Stats, mal gucken, was dann kommt. Achso, ich bin nicht logged in. Gut, dann lasse ich das. Feigen, ja. Ist ja nicht so, dass ich jetzt die Antworten habe, aber egal. Ja, also Nelson Piquet und Keke Rosberg. Jody Scheckter stimmt im Ferrari, der Südafrikaner. Ah, scheiße. Alan Jones? Der ist Weltmeister geworden? Der sagt mir auch was, aber an den habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ja, hier seht ihr schon NASCAR. Also eventuell mache ich auch mal NASCAR-Quizzes, aber das wird dann unter eine eigene Kategorie fallen, wenn ich es überhaupt mache. Ich würde dem Quiz gerne ein Like geben, aber ich bin leider nicht angemeldet. Also das hier, eine Glocke, gut, ja, aber egal. Ich würde sagen, ich verabschiede mich dann erstmal für die Folge hier. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann einen Quiz von da unten wahrscheinlich machen, oder ein anderes Quiz auf jeden Fall. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass mit dem Sound ist alles gut, und ja, bis zum nächsten Mal, wie gesagt. Ich hoffe, ihr, euch hat es gefallen, lasst gerne werten, lasst auch gerne ein Abo da. Und jetzt sage ich zum 5. Mal bis zum nächsten Mal, und ciao.